Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück hier bei Ihr habt Hearthstone. gerade recht, Abenteurer. Richtig? Willkommen in der Halle der Forscher. Wir Und das haben ist. Hinweise darauf, wo sich die drei Teile des Stabs des Ursprungs befinden. Könnt ihr uns helfen, sie zu bergen? Na klar, können wir das machen. Und deswegen schauen wir uns jetzt erstmal die normalen Herausforderungen an, die wir, oder die normalen Level hier, was uns dort in diesem ersten Teil empfangen wird. So, ich habe euch auch auf der linken Seite jetzt schon mal mein Deck angezeigt, damit ihr sehen könnt, was entsprechend ich für ein Deck. Ich nehme mein Standard-Krieger-Deck da dafür eigentlich. Und ja, es sieht schon sehr, sehr interessant aus. Also gerade hier, ich weiß nicht, ob der Hut so viel bringen kann, aber ja, auf jeden Fall, wir fliegen hin in den Tempel von Orsis und Der wir. erste Teil des Stabes liegt im uralten Tempel von Orsis. Reno ist schon da und braucht eure Hilfe. Ja klar, das sieht schon aus, als ob er unsere Hilfe braucht, der gute Rino. So, also, das erste wird der Djinn sein. Das heißt, wir werden Wünsche erfüllt bekommen. Und bekommen dafür dann halt eben Rino als Legendary und den uralten Schemen. Ja. Reno hatte den Schaft schon fast. Aber er musste ja unbedingt an der glänzenden Lampe reiben, die er gefunden hat. Na klar, er muss seine Lampe reiben. Okay, also helft Rino, das erste Teil des Stabes zu finden. Nein, Rino, nicht an der Lampe reiben. Sagen wir auch immer. Okay, ich starte mit unserem Deck entsprechend. So. Und ich bin wirklich gespannt, wie der Kampf wird jetzt gleich. So, läuft jetzt das Video wieder? Ich hoffe nicht, dass das jetzt hier dran irgendwie lag, aber das sehen wir gleich. Okay. Also komm. Ich will spielen. Also das Deck ist ein Kombinationsdeck. Das heißt, wir wollen eigentlich den grimmigen Gast möglichst schnell buffen. Und ja, damit wir den Start bis zur Runde 5 irgendwie überleben können, lasse ich mir natürlich die Kriegsaxt da. Die können wir sehr, sehr schön gebrauchen, je nachdem, was und wie er jetzt spielt. Abenteurer, ich bin Reno Jackson, weltbekannter Archäologe, Forscher und Jäger verlorener Schätze. Mit der Okay. Selbstbeherrschung einer Elster. Okay, es gefällt mir schon jetzt irgendwie. Also, jetzt bin. Ach, okay. Wir bekommen hier einen Diener für 0. Und da drüben liegt ein 2-1er. Soll ich die. Nee. Doch, ich spiele die Waffe rein. Ich hätte natürlich auch den Züchtiger da spielen können. Und ich glaube, ich werde mich daran gewöhnen müssen, dass ich zuerst den Zauber mache. Was nehmen wir da davon? Ja, nehmen wir heute Hü. Es ist wirklich nett, dass ihr uns Wünsche erfüllt, während ihr versucht, uns zu töten. Jep, das ist wirklich cool. So, da haben wir einen mit Windzorn und einen Irbisch. Na, perfekt, das können wir gleich nutzen. Aber jetzt schauen wir zuerst, was wir hier bekommen. Da bekommen wir zwei Wünsche. Entsprechend. Ich kann kaum fassen, dass das geklappt hat. Okay, entdeckt einen Zauber, entdeckt einen Diener. Was nehmen wir für einen Zauber? Ein Wirbelwind. Das ist doch perfekt zum Auslösen. Nehmen wir gleich rein. Und was nehmen wir für einen Diener? Klasse des Gegners. Bozug zweimal. Alle Diener verlieren Gottesschild. Boah, alles Kacke. Irgendwie. Aber Heldenfähigkeit pro Zug zweimal. Ich glaube, die ist noch am ehesten irgendwie. Ja, nee, wir nehmen den Gottesschilder. Okay. Vielleicht muss ich ja irgendwie ihm irgendwie Gottesschilder noch klauen oder so. Deswegen nehme ich, glaube ich, ihn lieber jetzt hier rein. Kann man manchmal ja auch nehmen. Das gäbe, glaube ich, recht witzige Kombinationen. So, kümmern wir uns um ihn weiter. Das heißt, ich nehme ihn raus. Das bringt natürlich überhaupt nichts. Aber ich habe einen kleinen 3-3er liegen hier.
Ich hätte auch mit dem Zuchtmeister hätte ich auch. Aber bisher ist es ja alles recht ruhig. Und der eine Schaden jetzt vom Irbisch, der macht mir jetzt auch nicht mehr. Es steht 25 zu 30. So, Hab wir ich dir haben. jemals davon erzählt, wie ich als Oger verkleidet den Düsterbruch infiltriert habe? Das haben wir auch schon gemacht. So, Sotehü. Schauen wir rein. Unsere ist teurer. Und damit kommen wir direkt gleich ran. Und als Karte nehmen wir Kane. Highest Value ist ein 4-10er. Was soll ich da großartig anderes nehmen? Okay, Nexus, er wirft wieder seine Fackel. Und einen Staubteufel, den sollten wir natürlich schnell wegbekommen. Das ist ein 6-1er. Der kann Oder davon, wie ich mich durch die richtig schön. Dämmerung im Schwarzfels geschlichen habe, auf der Suche nach. Ja. Okay, der redet ein bisschen zu viel. Verletzter Diener 3-3. Nehmen wir das einfach mal rein. Unsere Kleinen werden ja nachher auch. Ihn nehmen wir rein. Damit hat er keine Chance, entsprechend daran vorbei. Und natürlich zum Buffen nehmen wir sie entsprechend mit rein. Und dann können wir in der nächsten Runde direkt dann unsere gemeine Combo spielen. Okay, da steht schon ein Affe mit Waffe. Okay, den haben wir auf 3 runtergehauen. So, was nehmen wir jetzt entsprechend rein? Der Affe mit Waffe ist als Tank da. Würde natürlich sofort unseren grimmigen Gast wegmachen. Und wenn er dann noch einen zweiten Zauber hat, ist mir zu unsicher irgendwie. Ich glaube, da warte ich lieber noch. Deswegen spiele ich jetzt auf ihn. Nehme erstmal den Affen hier. Oh, und natürlich wieder gucken, ob wir irgendwas Schönes haben. Noch eine Rüstungsschmiede und einen Eber. Den können wir gleich reinnehmen. So. Die rein. Mit beiden angreifen. Einmal. Zack. Zack. Wenn der Eber nämlich weggehen würde, dann bufft er den Kleinen da auch noch. Das heißt, es bringt auch was. Und er spielt noch eine Affe mit Waffe. Und noch einen Staubteufel. Kacke. Und er will uns offenbar unseren Großen wegnehmen. Ja, klar, Tatsache. Okay. Stellt euch nur vor, der Schaft der Sonne. Hoho, der ist bestimmt ein hübsches Sümmchen wert. Er steht nicht zum Verkauf. Oh. Einfach Okay. Wir nehmen ihn rein. Den Affen können wir damit wegnehmen. Und den Eber setzen wir auf den ins Gesicht oder ja, ins Gesicht. Ach, ja. Wir werden so, damit kriegen wir den auch entsprechend weg. So, jetzt noch den Zauber. Was haben wir hier Schönes? Ein Schildschlag wäre natürlich nett. Oder ja, wir haben 5 Schild. Das heißt, damit können wir einen schönen großen wegnehmen, wenn es denn sein sollte. Also wenn wir es brauchen sollten, haben wir dadurch einen sehr, sehr schönen 5er Schaden sofort drin. So, und er geht auf meine tollen Karten. Aber da drüben kann ich natürlich schön buffen. Das passt. Das heißt, ich jag ihn entsprechend. Ah, erstmal Zauber gucken. Noch ein Schildschlag, eine Kampfeswut. Ja, ich antworte ja gleich. Ich spiele hier gerade. Ja, zieht eine Karte. Vielleicht haben wir ja da irgendwas Schönes. Kane können wir noch reinsetzen. Als hohe Karte mal. Den kriegt er auch nicht so leicht weg als 4-10er. So, jetzt duplizieren wir den wieder. Haben jetzt schon 7. Da machen wir auch noch mal ein bisschen was rein.
Das heißt, wir kommen auf wunderschöne 8 Schild schon. Damit steht es 31 zu 20. Und wenn er jetzt nicht schön clearen kann... Nein, kann er nicht. Okay. Der sollte natürlich weg, wenn der hier Inspiration hat. Mache ich den mit der Waffe erstmal... Ja, gucken wir erstmal nach, was wir entsprechend hier noch für einen Zauber haben. Ich würde sagen... Boah, alles kacke. Ja. Der sieht doch eigentlich nicht schlecht aus. Okay. Den setzen wir auch gleich rein mal. Ich meine, als 2-5 macht er jetzt nicht ganz so viel, aber vielleicht probiert er ja irgendwie Schaden zu machen. Dann duplizieren wir noch Kane, damit wir den nochmal haben. Nehmen ihn nach oben. Und dann wird es jetzt ein bisschen eklig für ihn. Wir hauen alles drauf. So. Und, nee, ich hätte es noch nicht... Hätte ich schon beenden... Scheiße, mit dem Schildschlag hätte ich es beenden können. Ach, habe ich natürlich nicht dran gedacht. Okay, aber macht auch nichts. Er probiert uns wirklich jetzt alles irgendwie wegzunehmen. Aber sollte eigentlich jetzt... Ja, hat er schon verloren. Das heißt, wir machen hier noch schönes Aufräumen. Ja, was machen wir? Ich gehe mit... Na, schauen wir, was wir noch bekommen. Oh, ein Variant... Ich will diese blöde Karte haben und sie droppt nie bei mir. Ich meine, ich habe eh so ein Riesenglück. Und jetzt bekomme ich hier... Ach, die wäre so schön. Okay, und dann würde ich sagen, gehen wir... Machen wir hier noch ein bisschen toben. So. Sie da auf 4 reinsetzen. Den tun wir reinsetzen. Und er beendet das Ganze. Und damit haben wir den Flaschengeist schon erledigt. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Das war die erste Runde. Ja, aber es kommen ja noch 2 Gegner. Okay, also wir sehen uns dann gleich in der nächsten Runde. Wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben. Und ja, du findest auch gleich die Playlist mit allen Bossen und allen Heroischen. Oh, ein Genie. Jeder Zauber wird... Oh, das kann natürlich gemein sein. Ja, das kann echt gemein sein. Okay, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Oh, es gibt noch einen. Ein Blick, deine D3 kostet für 2. Das heißt, damit kann man die nächste Runde planen. Ja, ich danke dir vielmals und wir sehen uns dann gleich zur nächsten Runde zu Sonnendieb. Bis dann, ciao, ciao.